Ram, badabam, badabam. 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 Mein Garten ist ein klein und ein wunderschönes Werk. Jedoch mein größter Stolz, das ist mein Gartenzwerg. Nur in letzter Zeit, da tut der Maschalat, wärmt der Rosenroboter ständig nieder matt. Damit er nimmer irrt und er nimmt mehr niederfiert, hab ich eine Lösung jetzt urgiert. Es wird ein Sockel betoniert. Kulturgut und erhaltenswert, ein Erbstück von einem Gartenzwerg. Ein schönes Platz suche ich schon, wo dann das Bruchstück wirken kann. Zement, Zement fürs Fundament, zumindest 30 mal 30 mal 4, dort steht der Sockelbeut vor mir. Ich tatsüßge voller Freude, dem Bürgermeister doch voll neid, sagt ja, a Bahnzeige, die muss her. Na, das war mal wieder mal erlernt, das kostet dann zwar ein bisserl was, jedoch der Sockel ist na groß. Ein Tipp gibt der mir nur dazu, das wird eh gefördert durch die EU. Er gibt mir mit das Formular, drauf steht, was alles förderbar, barrierefrei, Energie am Tag, so kriege ich den Sockelbetrag. Ich wollte das machen, schnell husch husch, doch jetzt geht nix grad so im Pfusch. Ein Kostenvoranschlag muss her und ein Gutachten vom Statiker. Zement, Zement, der Rubel rennt nur wegen 30 mal 30 mal 4 Grad Förderungen in. Und es wird ram pam 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 pam. Im Kleingedruckten so ein Schaß, stets Bauwerk braucht ein Mindestmaß. Für ein Schild, was glaubst du zu, wo drauf steht gefördert durch die EU. Doch auch das Land zahlt Mittel zu, sogar der Bund und Volkskultur. Wodurch der Sockel größer wird, weil jeder drauf sein Schild platziert. Damit man den Papierkram schafft, hab ich jetzt schon eine Halbtagskraft. Sie wickelt da das Förderding, vermittelt vom Maschinenring. Es zahlt die EU 50%, 20 Bund, 20 Land und 50 Gemeinde. Und trotz der ganzen Fördermittel bleibt mir allweil noch ein Drittel. Zement, Zement, der Mischwamm rennt geplant. Von 30 mal 30 mal 4, mir geht schon langsam an der Schier. Jetzt steht es da, das Monument, mit 17 Schüdern an die Wind. Das erste Mal, der Zwerg drauf huckt, schaut der aus wie aufgespuckt. Auf so ein Sockelmonsterwerk, da passt halt nur ein Mega-Zwerg. Bei uns ist sowas schwarz und grün, drum muss ich halt einen importieren. Jetzt steht er da so schön und fest, der Gartenzwerg aus Bangladesch. An die Schlitzern kennt man schon, es ist kein normaler Bogermann. Doch der ist nicht EU-konform, entspricht nicht ganz der Euronorm. Denn Förderung der Volkskultur gibt's für einheimische Zwerge nur. Ich bin da grad so umsinnieren, wie mir nur sowas kann passieren. Da lese ich in ein Geschichtsbuch drin, dass ich ja nicht alleine bin. Schon die alten Griechen wussten gut, wie man EU-Gelder vertut. Denn auch das Zwergerl von Rhodos ist so geworden zum Koloss. Ram, turlidudum, tam, tam.